Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man in 2 Minuten ganz schnell eine Blitztorte machen kann und die noch dazu sehr, sehr lecker ist. Und zwar Schwarzwälder Kirschart. Ich habe dazu einen Boden gebacken. Ihr könnt aber gern einen kaufen, dann geht das noch viel schneller. Einen dunklen mit Schokolade. Und darauf machen wir Kirschmarmelade. Ich habe es selber gekocht, aber jede aus dem Geschäft geht auch. Damit bedecken wir den Boden. Einmal rundherum. Das ist der Boden. Jetzt kommen wir zur Füllung. Dazu brauchen wir einfach nur eine flüssige Schlagsahne, süße Sahne. Dann ein Päckchen Speisequark, 500 Gramm. Das tun wir hier mit rein. Mengen wir das alles. Das ist schön glatt ist. Nachdem wir es vermengt haben, nehmen wir eine Paradiescreme, und zwar Vanillegeschmack, und geben den ganzen Beutel hinein. Alles verrühren. Was schön unter der Quark-Sahne-Füllung ist. Und dann geben wir es auf unseren Boden. Und zwar erst ein wenig, streichen es glatt. Dann machen wir noch mal ein klein wenig Kirschmarmelade in die Mitte. So. Und jetzt den Rest zu einer Kuppel darauf. Wir verteilen die Füllung auf den Kuchen wie so eine kleine Haube. Das wird auch gleich schön fest, weil diese Torte kann man sofort servieren. Man kann auch den Boden schon 2, 3 Tage vorher backen. Und wenn er ganz kalt ist, in Alufolie wickeln. Und dann hat man das ganz schnell gemacht. Also ich habe eigentlich immer so einen Boden zu Hause. Wenn wir überraschend Gäste kriegen, mache ich den ganz schnell. Und das ist immer ein großes Hallo. Dann habe ich so eine Spachtel. Damit ziehe ich jetzt Rillen rein. Das geht aber auch mit einer Gabel. Halt wird kleiner, aber es funktioniert. Wie so eine Blume. Das rundherum. Oben auch noch einmal. So. Und dann irgendwie so eine Käsereibe. Und halt noch ein bisschen Zartbitterschokolade drauf. Ganz normale Schokolade. Und schon ist die Blitztorte fertig. Wenn es euch gefallen hat, vielleicht mache ich da noch mal eine andere Variante. Dankeschön, tschüss.